Ah, die mache ich auch noch. If we make it across the sea, we should arrive at Red Rock Desert. There's a good chance we'll find the enemy headquarters there. However, to get there, we'll have to tackle a floating fortress. A fortress? That's like a heavily armored building, right? Are we up to the task? Colin, you shouldn't doubt our abilities. You should know by now that Rachel always has a plan. That's right, I do. Actually, it's still classified, but we're scheduled to introduce new units to our arsenal. New units? What kind of new units? Are they tanks? They're tanks, right? You're killing me, kid. What are we supposed to do with tanks at sea? Oh, dude, yeah. There are actually two new units. The first is a carrier, a naval unit capable of transporting air units. And those other is an invisible air unit called Starfighter. Invisible? The details are still classified. I'll find you when we arrive. Let's move out. Ah, the open sea. May our chops be as great as in its depths, and our lives as tasty as its residents. So Rachel, where's our fresh new gear? Just wait. There, look over there, that's our new naval powerhouse, the carrier. As I mentioned, it can secure refuel and relaunch our air units. Now about the unit inside the carrier's hangar. Rachel, enemy forces are headed this way. Well, we don't have much of a choice. Let's meet them head on. I'll continue my explanation as we go. Okay, we've got two fronts to manage. I'm bringing one up to the top screen now. That's the secondary front up there. The main front is on the lower screen. We better split up and tackle each front individually. Remember how we fought the flying fortress? We're going to use those same tactics again. We'll send air units from the main front to the second front and make that thing crash and burn. Oh yeah, und das dürfen wir auch machen. Und da haben wir auch zwei neue Einheiten. Also die anderen sind jetzt noch nicht sichtbar, aber hier drin sind sie ja gelagert in diesem Carrier. Und diese Mission möchte ich gerne mit jemand anderem spielen. Allerdings bin ich jetzt noch am Überlegen, mit wem. Also an der zweiten Front wäre Max wieder ganz brauchbar, weil, ja, da oben herrscht eigentlich nur Direct Combat wegen Air Units. An der Main Front ist jetzt halt die Sache, ich habe niemanden gerade zur Verfügung, der mit Max ein gutes Tech-Team abgibt. Weil wenn ich das jetzt mal so sehe... hier oben. Kombiniert sich nur gut mit Andy und mit Grit. Also Grit ist der englische Name von Kit, falls euch das eher was sagt. Also ist eine komische Kombination mit den beiden, muss ich dazu mal sagen, weil man trotz der Tatsache, dass sie bevorzugen einfach komplett unterschiedliche Einheiten und man muss halt trotzdem beide benutzen. Womit sowohl Max als auch Kit Schwäche ziemlich stark zum Vorteil kommt. Also ziemlich stark vom Vorschein kommt. Allerdings kann man damit kann sich die beiden auch ziemlich gut ergänzen. Mit Andy ist ein super Kombinationsteam, die beiden, aber sonst. Ich habe jetzt wirklich, wie gesagt, niemanden, der gut mit Max taggt. Und an der Main Front. Ich weiß noch nicht, wen ich dafür benutzen soll. Da wir sehr viele Luft- und Seeeinheiten haben, ist Chess hier eine eher schlechte Wahl. Ich mag Chess zwar allgemein, aber mit so viel Luft- und Seeeinheiten kann ich sie nicht brauchen. Sensei wäre auch eigentlich eine gute Wahl. Allerdings weiß ich momentan noch nicht, wie gut ich seine Kahilis hier einsetzen kann. Grimm, ja. Er ist ein Hau drauf wie Max. Allerdings ist es mit ihm diese Sache, dass er mehr Schaden kriegt, als ich vertragen kann. Xavier ist hier eigentlich eine gute Wahl. Die ganzen Com-Towers, die auf der Karte sind, tun ihm nämlich ziemlich gut. Und bei dieser Überlegung will ich eigentlich auch mal bleiben. Ich benutze Xavier für diese Mission mal an der Main Front.
Dann möchte ich noch eine Sache machen. Die AI darf mal auf Defense spielen. Da beide Kurs noch Rang 0 sind, kann ich bei keinen der beiden noch Skills verteilen. Aber wir machen jetzt einfach mal Mission 18, Omens and Signs. A true knight relies on a weapon of honor and not sneaky daggers in the back. Fortress, stronghold, hideout, whatever you call it, I'm bringing it down. So. Ich spiele ja zum ersten Mal mit Xavier hier und zuallererst mal Comtower capturen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig mit ihm. So, was brauche ich hier noch alles? Hier brauche ich eine Infanterieeinheit. Und ja, hier haben wir noch ein Landeboot. Den Bomber möchte ich gerne an der Mainfront behalten. An der Secondfront brauche ich den nicht wirklich so. Der hat da hinten einen Fighter und zwei Copter. Das heißt, ich möchte selber zwei Fighter behalten. Das heißt, die anderen zwei Fighter schicke ich mal zum Max nach oben. So, das Schlachtschiff hier werden wir auch noch sehr gut brauchen können, gehe ich mal von aus. Das Tolle an Xavier ist ja wirklich die Sache, dass er von Fernwaffen nicht viel Schaden kriegt. Und sofern wir Comtowers bald haben, ist auch das Problem mit seinen Status, mit seinen relativ schwachen Statuswerten kein Problem. Also. Air units can land on this carrier's massive deck. While they're on board, they'll get a fresh supply of ordnance and food. Just load and drop units as you would with an APC. It's that simple. Wicked, I'll check that out. This carrier has air units on board that I want to launch. But enemy units and pipes are in the way. We've got to create an opening. Und vor allem, Carriers können eine Sache machen. Sie können gegnerische Flugeinheiten abschießen. Und das, dabei sind sie ganz schön effektiv, möchte ich mal sagen. Carriers can also engage enemy air units in indirect combat with their missiles. They can splash bogies from 3 to 8 spaces away. Ja, das ist die Sache. Die haben eine riesen Reichweite, diese Teile. Jetzt stellt euch das mal vor, wir würden hier mit Kit spielen und der seine Supercore-Power reinhauen. Das Ding hätte am Schluss 10 Felder Reichweite. Und damit ist definitiv nicht mehr zu spaßen. Bevor die Festung da oben kaputt ist, kann ich da unten diese Cannons leider nicht beschädigen. Das ist nämlich auch das Ziel meiner Mission. Ich muss diese Cannons kaputt machen. Und in diesem Fall gibt es einen kleinen Trick, wie man hier ein bisschen, wie man das Ganze ein bisschen beschleunigen kann da hinten. Nämlich kann man hier einfach mal diesen Delete-Command verwenden. Und hier mal diese Einheiten zerstören, damit man hier Platz hat, um die Air-Units zu droppen. So dringend braucht man die Carrier und die einzelnen Einheiten dann nicht, wenn man dafür die ganze Sache ein kleines bisschen beschleunigen kann. Unten kämpfen wir übrigens gegen Chugger und oben gegen Zack. Oh, nee, unten gegen Chugger, oben gegen Zack, so rum ist es. Oh, this is choice. These neophytes genuinely believe they can defeat us with this shabby force. It's enough to make me break into lava. Yes, I lathered them. Unknown ordnance detected.
Yes, you are correct. There are fielding units that are unfamiliar to me. If they intended to shake my confidence, they have failed. The Black Ark has been refined. Nothing the enemy possesses can match it. Come, Jagger, denizens of the deep and hungry, I would feed them. So, da greift er mit seinen Kreuzern meine Boote an. Flugzeugträger. Da Jagger ein bisschen Glück und Unglück haben kann, kann die Ergebnisse hier ganz unterschiedlich aussehen. Ja, da haben wir jetzt mal drei Extreme gehabt. Einmal normaler Schaden, einmal mit viel Glück, einmal mit extremen Unglück und einmal mit Glück. So, die Sache ist, dieses Schlachtschiff ist jetzt okay, gerade außerhalb der Reichweite von meinem Kreuzer. Das ist sehr gut. So, ich schieße hier lieber den Kreuzer kaputt. Und ich habe schon wieder vergessen, den Comtower zuerst zu besetzen. Das vergesse ich immer wieder. So, jetzt haben wir mit Xavier extra 10% Defensive und Offensive. Womit wir auch den hier relativ leicht kaputt machen können. So, ich hätte gerne ein Blackboat. Ja, die Dinger sind sehr brauchbar. So. Dann, was haben wir hier noch? Einen Kreuzer. Den können wir sicher auch noch brauchen. Dem sollte ja nicht mehr allzu viel Schaden machen. Bringt mich trotzdem noch auf 8 runter. Und ich habe was vergessen, ne? Ich habe da drüben vorhin meinen Flugzeugträger kaputt gemacht, und damit ich mit dem Tarnkappenbomber da rauskomme. Aber ja, habe ich leider vergessen. Moment, ist der jetzt schön in der Reichweite da hinten. Kann nämlich sehr gut sein, dass der sich jetzt direkt in die Reichweite mit seinem Jäger da rein bewegt hat. Sehr schön, Max. Je weniger Jäger da oben sind, desto besser. Oh, und eine Missile auch weg. Wenn das so ist, dann kann ich nämlich gleich... Der kommt da schön durch. Here's what we've been waiting for. The Starfighter. It can engage both air units and ground forces. Engage? I want to blow stuff up, not marry it. I'm not done yet. About to get to the good part. Stealth units can hide, blending seamlessly into the sky. While they are invisible, they can't be targeted. Can't be targeted? What so? That's just like when a sub dives, right? That's it, Jake. The only units that can attack stealth units while they are hiding are fighters and other stealth units. Aside from these, stealth units can't be touched.
Yeah, that's what I'm talking about. Black Hole doesn't stand a chance against red weapons like these. Don't forget that they're still vulnerable to enemy fighters. We need to get the most of our new fighters to take out that fortress. Oh yeah, und ich kann die auch gleich mal so ein bisschen vorführen. Wenn ich die nämlich jetzt hier so verstecken lasse, dann kann sie wirklich nur noch von anderen Jägern und von anderen Tarnkappenjägern oder Tarnkappenbomber, wie sie ja im Deutschen heißen, angegriffen werden. So. Jetzt, wo die Lücke da unten geschlagen ist, kann ich die beiden auch rauslassen. So, den stelle ich mal dorthin. Dann, ja. Nachdem er mir hier so schön die Vorlage gibt, kann ich dann nicht widerstehen, dass ich den jetzt hier schön aus der Luft pflücke. Von dem. Okay. Ich bin zwar Machavia und könnte mich ja eigentlich standardmäßig da so reinstellen, aber ich will ja trotzdem nicht unbedingt die Einheiten so leichtfertig opfern. So, den Jäger brauche ich da hinten nicht mehr. Den schicke ich lieber Max zum Support drauf, dass er da die Missile da oben schneller kaputt kriegt. Beziehungsweise leichter kaputt kriegt. Zu viel Schaden machen. Oh, doch, etwas mehr als erwartet. Ich hoffe bloß, dass der den jetzt nicht kaputt kriegt. Oh, verdammt, jetzt schießt er mir einen Bomber runter. Ja, doch nicht ganz. Der Comtower hat ihn gerettet. Und ich habe da hinten den Bomber schon wieder vergessen. Weil ich da hinten nie dran denke, dass da noch was ist.